Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe die Orientierung gerade ganz leicht verloren. Passiert mir sonst nie. Ich habe hier noch Quarz eben aufgenommen. Da dachte ich mir, das könnte ich ja mal mitnehmen. Das ist bestimmt wieder nur Titan. Das brauche ich nicht. So, einmal kurz landen. Das brauche ich auch nicht. So, rüber da. Die haben bestimmt noch mal hier die Gelegenheit. Ach komm, jetzt nehmen wir es doch mit. Das Kyanid. Ansonsten, wie gesagt, für die Zeitkapsel. Ich freue mich schon so. Soweit ich das ja von euch mitbekommen habe, wer den denn ausgedrückt? Ich habe mir gerade nur einen Cappuccino. Warum ist der nur halb voll? Das ist scheiße. Echt. Also, der Service wird ja auch mal schlechter. Ja, warum ist der... Habe ich das verschüttet? Das ist ja... Na toll, im Behälter ist kein Platz mehr für diesen Gegenstand. Ist egal. Ich steige jetzt nicht aus. Toll, die mal einen vollen Cappuccino bei mir einschenken. Meine Güte. Gibt es hier eigentlich noch andere Tiere, die man mitnehmen könnte? Nee, ne? Komm, lass mich das darauf schaffen. Das wäre super. Das ist aber heiß hier. Hä? 11 Grad Celsius? Warum hat es denn hier nur 11 Grad? Das wird immer kühler? Das stimmt doch die Anzeige nicht. Kann es sein, dass sie nicht dreistellig kann und das sind 110 Grad? Ich springe ja jetzt nicht rein und probiere das aus. Ja, klar, sicher. Und dann tickt die Temperatur plötzlich hoch, ne? Auf einmal. Ja, eigentlich müsste das doch heiß sein hier. Ach, ist toll beleuchtet, ne? Oder? Es ist toll beleuchtet. Es sieht echt schick aus hier. Muss ich sagen. Ah, da oben würde ich gerne rauf. Aber das werde ich wohl nicht schaffen. Och, vielleicht doch. Mal ihn kurz aufladen lassen. Na toll, jetzt klimme ich hier drunter fest. Gut. Ups. Komm, gib mir festen Stand. Ah, dann laden sich meine Triebwerke schneller auf. Aber wenn ich hier noch länger so rumeiere, dann lädt sich gar nichts mehr auf. Na ja, gut, oder so. Machen wir so. So, dann können wir ja wieder abhauen. Wir müssen sowieso abhauen, weil wir müssen das Schiff aufrüsten, dass die tiefer kann und auch den Anzug. Uns fehlen da noch jeweils ein Tiefen-Upgrade. Aber die halten sich schon wieder in unmittelbarer Nähe auf, die Fische, ne? Okay, hoch da, Batterien rein und dann abhauen. Und ich glaube, diesmal pflücke ich die nicht ab. Ich will echt dieses Mal versuchen, darauf zu achten, wie lange die Fische an dem Schiff kleben bleiben und ob sie dann im Lost River loslassen. Ich kann das... Oh, echt jetzt? Oh, ich muss echt die Leiter nehmen? Du
blödes kleines Viech, ey. Du willst auch direkt an den Batterien lutschen, ne? Schiff reicht dir nicht, ne? Oh, wir müssen den Ernsthof nachher holen. Boah, ey, ich stell dir vor, ich werde jetzt losgefahren. Das habe ich auch noch nicht gehabt, so ein Viech im Wow. Komm, 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 hoch, 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 hoch. Karamell, danke für den Follow, einen schönen guten Abend. Toll, jetzt habe ich Hunger auf Süßes. Ja, komm, erstmal weg. Können wir jetzt keine Rücksicht darauf nehmen hier. Wo ging's denn hier raus? Moment, wir sind doch eigentlich direkt hinter uns, ne? Wir sind nicht wirklich weit gefahren, ne? Eigentlich müssten wir da lang, genau. Das passt. Sie sich schon immer so langsam gedreht? Wir können hier einfach mal jetzt auch auf höhere Geschwindigkeit schalten, ne? Etwas. Emergency speed. Vessel calibrated. Excessive noise. Ja, ja. Ach komm, da wird schon nichts passieren hier. Was soll mir hier passieren? Na gut, Feuer wäre jetzt ungünstig. Ist eh so warm hier unten. Ich lasse die jetzt mal dran eben. Komm doch mal, wie viele sind es denn? Ah ja, vier Stück sind ein bisschen viel vielleicht, aber okay. Aber die sehen wir wenigstens, wenn sie uns verlässt. Ich bin mal gespannt, ab welchen, auch wenn es jetzt ein bisschen Batterie kostet. Das wird schon gehen. Ich bin mal gespannt, ab welcher Temperatur die... Habe ich hier eine Temperaturanzeige eigentlich im Schiff? Nee, ne? Ich möchte mal wissen, wann die abhauen. Man sollte ja eigentlich meinen, dass die bleiben, weil Strom gibt es ja hier, ne? Vielleicht brennt es. Nee, ist nichts passiert. Ganz ruhig. Kannst du mal kurz die Karte machen? Ach so, ja klar, kann ich mal machen eben. Da geht's raus hier und ne? Wir haben ja nicht alles davon entdeckt. Aber meine Rettungskapsel ist genau da drüber. Und so, was wäre... Schlumpfinchen! Aldur, danke für den Host. So. Meine Güte. Schluckauflauf. Danke für den Follow. Ist ja ein lustiger Name. Ein Schluckauflauf. Schluckauflauf. Ja. Schönes Wortspiel. Nee, komm, jetzt nicht du auch noch per Anhalter hier fahren. So, hier wird's kühler. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die jetzt gleich abhauen. Ich würde ja so ein Viech gerne mitnehmen, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Du kannst damit ja auch nicht so viel anstellen. Das habe ich in der, ich weiß nicht, in der zweiten Staffel oder sowas war das vielleicht. Oder in der dritten. Nee, die zweite war Hardcore. In der dritten war das. Da hatte ich das mal vorgehabt. Und dann hat das aber irgendwie nicht geklappt. Oder ich weiß nicht genau, ab wann sie ausgestiegen sind. Oder irgendwas, da ist irgendwas nichts draus geworden. Oder ich habe mich danach ausgelockt, das war es glaube ich, nach der Aufnahme. Und habe dann beim nächsten Mal erst geguckt, ob er noch dranhängt. Und da war er aber nicht mehr da. Aber so richtig beobachten, wann das dann abgesprungen ist, konnte ich sie nie. Das möchte ich jetzt einmal die verlorenen Sachen nachholen. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob ich hier so einen Quarantänefall mit einschleppen will, ne? Hängen die anderen da auch noch dran? Ach du Schande. Sind vielleicht ein bisschen viel, ne, oder? Ja, wer soll mich hier hören? Ist immer noch sehr schön hier, der Baum. Ich frag mich wirklich, ob die bis nach Hause mitkommen. Ich möchte die vielleicht. Ja, was denn? Lan? Warning, engine overheating.
Lied der Held startet. Wartest du auf den Zungenkuss oder was soll das? Ich will wissen, ob ich die mit nach Hause nehmen kann. Wobei ich gar nicht genau weiß, ob ich die wirklich an meiner Basis kleben haben möchte. Muss ich sagen. Und weiß ich zumindest, warum ich keinen Strom mehr habe. 6 Stück sind jetzt aber echt ein paar zu viel. Ne? Da kann ich erstmal ein paar Stunden im Spiel Batterien aufladen. Also 6 ziehen jetzt wirklich gut Strom. Aber ich komme auf jeden Fall nach Hause damit. Das ist nicht so das Problem. Ich bin jetzt echt gespannt, wie lange die dranbleiben. Also spätestens hier müssen sie doch mal loslassen. Aber die finden doch auch nicht wieder zurück. Und ich glaube, sie wissen das. Sie wissen, dass sie nicht mehr von alleine zurückkommen. Und deshalb bleiben sie jetzt so lange hier, bis ich wieder hinfahre. Und da haben sie sich aber ins eigene Fleisch geschnitten, weil ich habe dann keinen Strom mehr zum Fahren. Das wissen die aber noch nicht. Naja, das ist halt so eine Sache. Nee, jetzt echt mal, die könnten jetzt wirklich mal aufhören, ne? Oder? Die könnten die echt mal loslassen. Langsam. Kommt ein bisschen komisch vor. War ein bisschen sehr viel hier. 66%. Die fühlen sich wohl. Ja gut, es gibt ja auch noch zu essen, ne? So ist ja nicht. Was mache ich denn mit denen, wenn die bei mir in der Basis hängen? Also ich kann sie zur Not hier immer noch mit einem Messer, glaube ich, killen, ne? Mich würde das schon interessieren, ob die... Ah, shit, ich habe den Schild angemacht. Jetzt habe ich sie verloren. Ich habe sie verloren. Aber die müssen doch noch hier sein. Die können sich doch nicht aufgelöst haben. Die müssen doch hier irgendwo rumschwimmen. Oder nicht? War das einer von... Da sind sie doch. Moment. Aber den Infizierten will ich nicht. Also schweißen würde ich es aber schon ganz gerne, das Schiff eben. Ah, guck mal, der da vorne hat sich auch schon wieder angefunden. Jetzt haben wir nur noch 3 blinde Passagiere. Ja, ich weiß nicht, ich wollte die ja mitnehmen. Weißt du, dann jetzt so kurz vor Ende irgendwie die dann zu verlieren, ist auch nicht schön irgendwie, oder? Also jetzt, wo ich mich gerade gefreut, guck mal, da ist doch noch einer. Die haben hier nichts zu... Die werden verhungern hier sonst. Ohne mich würden die verhungern, die Kleinen. Ich bin mal echt gespannt. Dein Schiff hat Risse. Ja, komm, das ist... Mein Gesicht hat auch Falten und ich lebe noch. Also was soll's. Das ist alles nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich muss den Großen hier noch überleben gleich. Kamera mal anmachen. Nee, die obere, genau.
Normal mache ich ein Schild jetzt nicht an. Wo geht's denn nach Hause? Ich denke in die Richtung ungefähr. So, jetzt sind wir eigentlich zu hoch für den Dicken da, ne? Oder? Einschlag. Den möchte ich aber nicht unbedingt näher machen. Ob ich den mit anlocken kann? Ob ich den anlocken kann? Die Warnung kommt jetzt ein bisschen spät, ne? Ja, ja, ist ja in Ordnung. Ja, aber er kommt nicht hinterher, ne? Nee, hinterher kommt er nicht mehr. Schade. Ich hätte den sonst auch noch ganz gerne. Nee, anscheinend machen die gar nicht so wahnsinnig viel Schaden. Die Ghosts. Aber ich glaube, das war auch noch ein kleinerer. Wo fahre ich denn entlang? Die Valorian ist doch bei meiner Base, oder? Ach komm, unmittelbar bevor. Also hör mal. Also du mach dir mal nicht in die Hose. Vital signs stabilizing. Verhungern steht unmittelbar bevor. Das ist so... wie ich kurz vor der Mittagspause. Da kriege ich auch mal so eine Warnung. Oh, was ist das denn da? Es ist aber sehr tief. Das kann nur das Vieh von eben sein, ne? Oder? Was war es denn? Ach du Schande! Was macht der denn hier? Hey, guck mal, dieser böse Smiley da. Habe ich den jetzt zu meiner Basis gelockt? Sieht ein bisschen so aus, ne? Oder? So, okay. Schluss mit los. Tich, wir reparieren erstmal den Schaden an der Außenhülle. Ich habe eine fahrende Dusche. Gib mir noch mal Tageslicht, Mensch. Wo ist denn... Hier oben muss es doch reinlecken irgendwie, oder? Da. Es ist gerade wirklich sehr dunkel bei mir hier. Ja, pass auf, wir machen mal Folgendes. Wir nehmen den jetzt mal die Energiequelle raus. Manche Systeme brauchen ihre Aufmerksamkeit. Ja, da oben ist noch ein kleines Leck. Ach, das geht schon. Ups, der ist besetzt. Okay, erstmal die Motte rausholen. Lutscht mir die bloß nicht leer. Du wohnst anscheinend schon sehr lange. Es gibt schon Baumpilze. Ja, ja, ja. Sehr schön, sehr schön. Also dafür, dass das ja nur eine Rückfahrt war, ne, und eigentlich auch nicht so aufregendes zu erwarten war, ihr habt das Beste draus gemacht, glaube ich. Also ich habe diese Viecher mitgenommen. Das finde ich schon mal. Ich finde das eine interessante Idee. Wir werden gucken, wie dämlich die war. Das wird sich ja bald herausstellen. Nee, 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 ich muss den Wurm da. Dahin. So, wir bauen jetzt hier die Batterien raus und dann passt das auch. Dann werden sie loslassen. Was eigentlich mit dem... der hier drin war. Und dann bin ich mal gespannt, ob sie dann auf meine Basis gehen oder nicht. Das ist ja das, was mich eigentlich interessiert. Gehen die jetzt auf meine Basis oder was machen sie?
das Kyanid nehmen wir noch mit. Und jetzt schweißen wir draußen nochmal das Schiff. Ah, es wird hell. Ah, das ist ein gutes Timing. Das passt gut. Wo ist es denn noch kaputt hier? Da unten. Und weil es da unten kaputt ist, leckt es oben rein oder was? Ja, warum darf ich jetzt nicht? Ist doch das richtige Gerät. Guck mal, da fahren sie, da schwimmen sie weg. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, dass der... Suchen wir uns ein anderes Leck. Hier oben ist ja noch eins. Mal gucken, ob es generell nicht mehr geht. Nee, einwandfrei. Komische Sache. Das ist ein bisschen doof, aber... Ja, fühlt sich da ja schon wohl, was? Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Ihr könnt da ruhig dranbleiben. Ich tanke das gar nicht. Ich würde jetzt eigentlich wollte ich ganz gerne mit dem Schiff nochmal einen Meter vorfahren, in der Hoffnung, dass das dann, ich muss aber was essen. Geht nicht anders. Ich muss was essen. Erstmal meine Sachen, da. Okay, kipp mal die da erstmal rein. Sehr schön. Die können wir direkt mal laden. Ich glaube, hier sollte ich mir noch ein zweites Gerät von bauen. Obwohl, die muss ich gar nicht laden. Ne? Ich stelle mir ja die Ionendinger dann her. Ich packe die erstmal weg hier. Wir haben jetzt 20 vor 8, Viertel vor 8 in-game und im echten Leben sind es 20 Uhr. Ja, halb 11 gleich. Da haben wir es doch mal wieder. So. Essen noch eben. Vital signs stabilizing. Oh ja, jetzt sind sie größer geworden. Guck mal. Als Babys fand ich die auch cool irgendwie. Aber jetzt kann man's, jetzt kann man sie besser sehen. Schick, ne? Habe ich jetzt einen eingesammelt? Ach, einen Spatenfisch. Nee, den lassen wir wieder raus. Das Icon ist so geil. Ein kleiner hypnotisierender Raubfisch im Zuchtbehälter aufgezogen. Vermehren die sich eigentlich auch selbstständig? Oder nur die essbaren Fische? Ich weiß es gerade gar nicht. So, lass uns mal versuchen. Ich will ganz gerne mal eben einfach nur einen Meter vorfahren mit dem Schiff. Ach, ich habe jetzt da gar keine... Na, okay. So viel zu... Ich fahre nur einen Meter vor. Das hat nicht funktioniert. Misinformation. Danke für die Haus. So. Muss ich nächstes Mal gucken. Vielleicht klappt es ja wieder, wenn ich mich ausgeloggt habe und eingeloggt habe. Wo sind denn die Viecher jetzt hin? Einer war ja in der Richtung unterwegs, ne? Bleiben die jetzt alle beim Schiff? Ich will mal was versuchen.
Eigentlich eine blöde Idee, die auf aufmerksam zu machen. Nee, mit der Basis kann er nicht so richtig was anfangen, ne? Ich finde die aber irgendwie ganz knuffig, ne, oder? Also wenn sie hier nichts anlecken können, finde ich es okay, wenn sie hier sind. Bewegen sich hier ganz knuffig. Kann es sein, dass der Zeug zu dem Schiff will? Nee, ne? Den sammeln wir mal ein. Dann hat der Klatt, der Knuddelflisch ein paar Spielkameraden. Die haben ja ungefähr seine Größe. Die werden sich bestimmt vertragen. Das wäre so mein Gedanke. An den Solarzellen könnt ihr knabbern. Da ist kein Problem. Aber alles andere lasst ihr bitte in Ruhe. Ja? Wo ist denn die Motte nochmal hin? Wo habe ich die denn abgestellt? Die saugen mir bestimmt die Motte leer. Das wird nicht lange dauern, haben sie gefunden. So sieht's aus. Das ist ja cool, dass man die mitnehmen kann. Ich finde das geil. Hat was. Hat wirklich was. Na, gucken. Sonst haben sie da einen kleinen Snack. Okay, ich verabschiede mich aus dieser Folge. Und ja, dann freue ich mich schon auf nächste Woche. Ich nehme mal 4 Folgen für eine Woche auf und Solarzellen lutschen, genau. Und schwimmen an meinem Boot. Sind die schon wieder zurück an dem? Nee. Ja, doch einer, der weiß, der kennt das schon und der sucht halt auch das Vertraute. Aber nicht so weit rausschwimmen, Kleiner. Na, guck mal, schon dreht er um. Okay, so, dann zeigen wir bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss.